in diesem Konglomerat waren zwei Leute, die ich besucht habe bei der SPD, die ich eigentlich ganz gern mag. Und die haben mir so leid da. Du musst so wegschauen lernen, wenn du heute irgendwas machst. Und jetzt mal eine Frage, war eine von euch schon mal in der Volkshochschule? Nein. Ich habe mit meinem Mann miteinander meinen Italienischkurs gemacht. Und, hat es geholfen? Es war so lustig, weil wir waren so albern in dem Kurs, das gibt es gar nicht. Und dann haben wir einmal einen Kurs nicht mitmachen können, sind in der Parallelklasse gegangen. Die war in Glonn. Ja, die waren ja seitenweise weiter wie wir, weil wir haben bloß Blödsinn gemacht in dem Kurs. Primatonnen ist ja eine Persiflage auf Primadonnen, die ja eigentlich in der Oper vorkommen, und ihr singt da aber in einem Programm, oder? Wir singen. Sie singen. Ich singe. Ja, du hast den größten Erfolg, wenn ich singe. Warum? Ja, weil wir haben so herrliche Sachen, wo ich singe und sie gibt Kommentare dazu ab und da. Du machst das einfach, oder? Du zeigst deine linke Brust und redest Blätter her. Ja, das ist, und ich verdiene mein Geld damit, schau. Diese dritte Dame, die sie etwas exaltiert, nicht Primatonne genannt werden will, aufgrund des Gewichts oder was? Ja. Sie hat gesagt, hintenrum hätte sie schon, aber vornrum fehlt ihr noch ein bisschen was. Wie heißt es, als Frau kann man sich im Alter für zwei Sachen entscheiden, entweder für den Arsch oder fürs Gesicht. Ja, also wenn der Arsch dünn ist, ist das Gesicht faltig, und wenn der Arsch ausgefüllt ist, dann ist das Gesicht auch weniger faltig. Insofern... Das ist auch eines ihrer Lieblingssprüche. Sie sagt, also gibt immer den Ratschlag den Damen im Publikum, man braucht sie nicht liften lassen, nur jetzt ja ein bisschen zunehmen, dann zieht sie die Falten von selber aus dem Gesicht. Richtig. Mit dem hast du all nichts zu tun. Pamina ist eine Figur aus was? Aus der Fledermaus? Nein, aus der Zauberflöte. Was lachst du da? Mir ist das wurscht. Ich kann's nicht. Fledermaus mit der Zauberflöte ist ja wurscht. Ja, aber die Pamina, das kann doch ich nicht wissen. Aber die Pamina ist kein Hund, sondern... In der Zauberflöte was? Pamina ist eine weibliche Figur in der Zauberflöte, sozusagen im Theater, darf man sagen, die Liebhaberin. Die Liebhaberin. Also wenn ich Primatonnen her, wenn ich euch zwei sehe, wenn ich mir die andere Dame dazu vorstelle, es hat was von einem ganz bayerischen Theater. Ich darf euch nicht so mögen, wenn das jetzt so diese... Ja, ein bisschen so gestörtes Frauenkabarett, das gibt es nämlich auch. Da verlasse ich fluchtartig jeden Raum. Kennt ihr das, also was ich meine? Ja. So ranzige Frauen, die so meinen, irgendwas ist witzig, wenn sie dauernd über ihre Gebärmutterprobleme reden. Oh, das ist ja ganz furchtbar. Ja. Ja, ich habe. Sollte sie das Kinderzimmer halt rausnehmen lassen, wenn es damit Probleme hat. Das Kinderzimmer, das ist gut. Zum Glück ist unser Kameramann aus Amerika, der versteht überhaupt nicht. Kinderzimmer, ha? Keine Ahnung, oder? Kinderzimmer. Ja. Kindergarten ist, glaube ich, Kindergarten haben sie im Amerikanischen. Also ein Frauenhof, ein paar Tage hintereinander. Ich hoffe, dass das gut hinhaut. Ist, glaube ich, unter neuer Leitung jetzt wieder, Frauenhof, oder? Ja, das ist jetzt, also neue Leitung, der Chef ist schon der gleiche, aber Organisatorin haben sie jetzt eine andere. Du hast bei dir schon geredet, die ist, glaube ich, sehr nett, gell? Und sehr nett, gell? Die Ruth Oppel macht das jetzt. Okay. Aber erst ab Juli, glaube ich, und deswegen ist das momentan ein bisschen, schwimmt ohne Führung dahin. Das kriegen wir schon irgendwie. Also, nochmal. Am 20., 21., 22., 23. die Primatonnen und Edeltrauterei mit dem Programm Alles Einbildung, wobei ein in Klammern steht, im Theater im Fraunhofer in München um 20.30 Uhr. 20.30 Uhr als Fraunhofer, ist in der Fraunhofer Straße, wunderbare Wirtschaft dabei, hinten ein kleiner Theatersaal, da werden auch Lesungen gemacht, einer der Orte, die ich finde, noch sehr... Wenn man überhaupt irgendwas in München münchnerisch sagen kann, dann ist es dieses Haus mit der Wirtschaft vorne, das ist noch so, wie es früher war, vielleicht, so ähnlich. Man kann gut essen, super. Man kann gut essen. Hinten ist das Kino noch da? Ja. Nein, was? Das Werkstattkino unten. Es geht in den Keller runter, das Werkstattkino unten, ja. Also eine Sache, die man auf jeden Fall besuchen kann, weil wenn man was... handfest sucht. Und diese beiden Damen mit der Edeltrauterei, oder? Die Primatonnen, die werden dafür sorgen, dass ihr sehr viel Spaß habt. Und vielleicht kann ich auch mal überreden, das ein oder andere von künstlerische von diesem Programm später irgendwann mal hier wiederzugeben. Ja, können wir schon machen. Kein Problem. Ja, sollen wir unsere Ballettnummer tanzen? Ich bin dafür.
Im Tütü. Im Tütü. Wir kennen natürlich auch einen Lack- und Lederkummer, weil ich bin die Lack- und Ledertonne bei uns. Mir ist egal, ihr könnt machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr kommt wieder mal daher. Und auch mit Hund, dann bringe ich meinen Hund auch mit, dann hast du auch einen Gesprächspartner. Ich kriege auch ein Tütü. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank für die Einladung. Ich kann Blecker. Gute Nacht. Heute, ich muss ja noch was sagen. Ich muss ja noch viel gut sagen. Ich habe vergessen, bedanke mich auch noch bei Nordlicht. Ich bedanke mich bei natürlich den Primatonnen und nicht zuletzt bei mir selbst, weil ich einfach ein unglaublich netter Mensch bin. Gute Nacht. Freunde der Sonne, wir sind Nordlicht, wir grüßen den König und wir sehen uns auf Alican TV. Gar nicht so einfach für einen König.